der BR24-Redaktion. Wir schauen heute auf die Kultur in Zeiten von Corona, genauer gesagt auf die Kinos. Die sollen ab morgen wieder flächendeckend öffnen mit Popcorn und mit Nachos. Und wie das Ganze läuft, dieser Start, darum soll es jetzt hier heute gehen in diesem BR24 Live. In Bayern dann nämlich, wann die Blockbuster wieder starten und welche Regeln gelten. In München beginnt jetzt gerade eine Pressekonferenz der zuständigen Ministerin von Judith Gerlach. Ich sehe gerade auf meinem Display nebenan, da beginnt gerade eine Lightshow rund um diese Pressekonferenz. Seien wir mal gespannt. Nicht wundern, wenn es etwas anders aussieht als sonst auf Pressekonferenzen. Und wir hören uns dann gleich danach, nach der Pressekonferenz, hier wieder. Meine Damen und Herren, was für ein Auftakt, oder? Was für ein Gänsehaut-Feeling, wenn man hier drin sitzt und wenn man im Grunde genommen noch gar nicht viel Handlung sieht und trotzdem mitbekommt, wie der Ton wirkt, wie kleinste Verästelungen von Härchen aussehen auf einer Kinoleinwand, die man so vielleicht im Fernsehen gar nicht mitbekommen würde oder auf den kleinen Geräten, mit denen wir den ganzen Tag rumrennen. Freut mich jedenfalls sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen darf, dass Sie alle gekommen sind und dass wir heute sozusagen den Kinostart wieder feiern dürfen. Ganz analog heute, klar mit Abstand, aber nicht nur zum Glück heute gestreamt, was mich sehr freut, aber nicht nur in der Videokonferenz, sondern ganz live hier im Arikino. Und ich finde, das hat jetzt gerade der Anfangsspot wieder gezeigt, dass es eben das Gefühl nicht ersetzen kann, ob man im Kinosessel sitzt oder ob man zu Hause auf der Couch sitzt. Ich habe jedenfalls heute zwei gute Nachrichten für Sie. Die erste ist, es geht wieder los und ich glaube, dass sich darüber sehr, sehr viele Leute freuen. In Bayern durften die Kinos ja nach den Corona-bedingten Schließungen schon seit dem 10. Mai wieder öffnen. Einige haben das auch getan, aber natürlich gab es in diesen Wochen noch zu wenig Filmangebot, das hat sich noch zu wenig rentiert. Und das ändert sich jetzt. Ab morgen, also dem 1. Juli, werden bundesweit zahlreiche Filme an den Start gehen.
und damit eben auch die meisten Kinos in Bayern wieder öffnen, nach dieser wirklich schwierigen Lockdown-Phase wieder den Betrieb aufnehmen können, wie das Ari-Kino hier. Und glauben Sie mir, das freut mich nicht nur als zuständige Kinoministerin, sondern auch als Kinofan ganz persönlich, weil es einfach was anderes ist, als zu Hause Filmerlebnis zu haben, im Wohnzimmer, beim Streaming oder im TV. Es ist was anderes, wenn man hier eine ganz andere Umgebung hat. Sie sehen es jetzt vielleicht nicht an dem Bildschirm, aber die erste Reihe ist hier nicht nur mit normalen Sesseln ausgestattet, sondern mit einer Art von Liegen. Also man fühlt sich eigentlich wie im Wohnzimmer, wie auf der Couch, aber man hat nochmal hier ein ganz anderes Feeling, eine ganz andere Umgebung. Hoffentlich eine große Tüte Popcorn vor einem und das Ganze zusammen mit Familie, mit Freunden. Das ist nochmal ein ganz anderes Event, nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wie ich finde. Und ja, Kino ist Emotion. Und das stellen, glaube ich, die allermeisten von uns sehr, sehr früh fest, schon als Kind. Also mir ging es so, zumindest meine letzte Erinnerung daran ans Kino, war der Film Der König der Löwen, die erste Fassung sozusagen, der erste Film. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mich das als Kind beeindruckt hat, die Lauten, aber diese Klänge auch, diese afrikanische Savanne, die man so richtig gefühlt hat, als man diese Klänge gehört hat, genauso wie dieser überdimensionale Löwenkopf, der einem da so angestarrt hat auf dieser riesigen Leinwand, aber auch als es einem dann auch als Kind schwer ums Herz wurde, als Mufasa in die Schlucht stürzte und der kleine Simba im Grunde genommen alleine groß werden musste und alleine König werden musste. Hat mich schon als Kind gepackt und mit ja, Emotionen versehen, die ich so vielleicht zu Hause vorm Fernseher gar nicht in der Form gehabt habe. Beim Einzigen, wo ich relativ froh bin, dass das heute noch nicht so, und da war ich schon damals froh, noch nicht so den Anklang gefunden hat, dass man Kino riechen kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an das Warzenschwein erinnern. Da gab es ja den Pumba und der hatte irgendwie seinen Verdauungstrakt nicht so ganz im Griff. Hätte man das mitgerochen, hätte ich es jetzt nicht so schön gefunden. Ich weiß, das gibt es heute teilweise auch schon in Kinos, aber da habe ich gerne drauf verzichtet damals. Oder die Erinnerung an die Sneak Preview. Früher als Jugendliche haben wir häufig, da gab es abends Kino und man wusste nicht, was gezeigt wird. Und ich hatte das große Glück, dass es natürlich ein Horrorfilm war. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Horrorfilmen, ja, und war aber mit einer Clique da drin. Das heißt, ich habe diesen kompletten Horrorfilm im Grunde genommen, ja, die Geräusche gehört, aber ich habe die Augen zugemacht. Ich habe komplett den Film nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört. Diese gruseligen Geräusche und bin aber brav sitzen geblieben, damit ich mit meiner Clique den Film trotzdem zumindest hören konnte. Auch das ist Emotion. Auch das ist was, was einen mitnimmt. Kino bewegt, bringt Emotion. Ich finde, wie kein anderer Bereich. Ich finde, es gibt keinen anderen Ort, wo Filme schöner und ja, mit mehr Emotionen rübergebracht werden können. Das kann kein anderer Ort. Und die zweite gute Nachricht, die ich Ihnen heute mitbringe und die mindestens genauso wichtig ist, die bayerischen Kinos haben es durch die Corona-Pandemie geschafft. Und auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Es war natürlich für alle sehr, sehr hart. Die Betriebe sind teilweise bis an ihre extreme wirtschaftliche Schmerzgrenze auch gegangen. Aber wir haben das gemeinsam geschafft und zwar nicht zuletzt dank unserer doch sehr umfangreichen Kinohilfen, die wir von Anfang an aufgelegt haben, sodass im letzten Jahr unseres Wissens nach kein Kino Corona-bedingt aufgeben musste. Und da bin ich schon wirklich ein wenig stolz darauf, weil wir das geschafft haben und weil wir sagen können, wir haben diese Kinolandschaft erhalten, wir haben dieses Stück Kulturgut, was wir haben, erhalten. Wir haben sofort von Beginn der Pandemie an schnell reagiert. Wir haben 775.000 Euro an Sofortprämien für die bayerischen Kinos bereitgestellt, damit gleich am Anfang sozusagen eine kleine Spritze es gab für die Zeit, als es dann anfing. Es gab ja auch keinen Lieferdienst oder so. Andere haben die Möglichkeiten, sich irgendwie anders zu vermarkten. Im Kino kann ich keinen Lieferdienst oder ähnliches anbieten, da ging halt wirklich gar nichts. Wir haben dann die klassischen Programmprämien, die es ja jedes Jahr gibt, die haben wir verdoppelt. Wir haben sie früher ausgezahlt, um dort Möglichkeiten zu schaffen und haben insgesamt 860.000 Euro dafür investiert. Entscheidend waren aber sicherlich die Corona-Kinohilfen, die das Bayerische Digitalministerium zur Verfügung gestellt hat. Das sind Gelder, die ganz speziell den Kinos zur Verfügung gestellt wurden, um die Corona-bedingten Ausfälle abzufedern. Wir haben insgesamt 24 Millionen Euro dafür bereitgestellt und von denen wurden bisher 14,9 Millionen Euro auch tatsächlich schon ausgezahlt. Also Geld, das die bayerischen Kinos wirklich dringend, um es mal auf den Punkt zu bringen, zum Überleben gebraucht haben, um durch diese Zeit zu kommen.
Im Herbst haben wir dann zudem 36 Kinos im Rahmen der regulären Kinoinvestitionsförderung mit weiteren 1,3 Millionen Euro sie bei Modernisierungen unterstützt. Denn viele Betreiber haben durchaus diese Zeit auch genutzt und während des zweiten Lockdowns vor allem kräftig investiert, zum Beispiel in neue Tonanlagen oder in modernisierte Kassen oder auch in neue Sessel, je nachdem. Ich finde, es ist also alles bereit für einen gelungenen Neustart der bayerischen Kinos. Aber, und das muss man leider immer wieder betonen, die Pandemie ist einfach noch nicht vorbei. Deshalb werden wir auch weiterhin ein strenges Hygienekonzept für die bayerischen Kinos haben. Wir haben weiterhin Maskenpflicht. Maskenpflicht entfällt aber, wenn man am Platz Essen und Trinken einnimmt. Das ist extrem wichtig, weil nicht nur, weil ein Kinobesuch ohne Popcorn oder ohne Nachos irgendwie kein richtiger Kinobesuch ist, finde ich. Und zum anderen, weil die Extraverkäufe einen sehr, sehr großen Teil des Umsatzes der Kinos ausmachen. Das ist nicht zu unterschätzen. Von daher ist es ganz wichtig, dass viel Kino und Popcorn und Co. gekauft wird. Es muss auch weiterhin aus Gründen des Infektionsschutzes ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Allerdings gibt es ja zumindest die Erleichterungen durch die gelockerten Kontaktbeschränkungen, die ja dann auch im Kino gelten. Das heißt, je nach Inzidenzzahl dürfen dann beispielsweise kleinere geschlossene Gruppen, wie in der Gastronomie auch, mit bis zu 10 Personen wieder zusammensitzen. Ich weiß, dass diese Hygieneauflagen für viele Kinos immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Aber wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Pandemie unter Kontrolle bleibt, dass wir das auch hier einhalten und vor allem, dass wir keinen weiteren Lockdown riskieren. Das wäre wirklich schlimm, wenn dann wieder alles zugemacht werden müsste und wir nochmal vor so einer Situation stehen. Ich jedenfalls drücke sehr die Daumen, dass das jetzt alles wieder gut anläuft, dass wieder viele Menschen ihre Leidenschaft fürs Kino, die sie vorher schon hatten, wieder anlaufen lassen können sozusagen. Ich denke, die Kinos sind jedenfalls bestens dafür gerüstet. Es gibt eine ganze Reihe toller neuer Filme, die nur darauf warten, im Kino gezeigt zu werden. Und ich persönlich freue mich natürlich auf unseren Eberhofer-Krimi wieder, das Kaiserschmarrn-Drama, was in die, was ja auch morgen zum Start des Filmfests kommt und das Filmfest sozusagen eröffnet. Das ist übrigens auch einer der Filme, der vom Filmfernsehfonds von uns gefördert wird. Und auch die bayerische Filmproduktion, die hat ja sehr, sehr schwierige Monate hinter sich in der Corona-Pandemie, weil natürlich unter den Voraussetzungen, unter die drehen und produzieren mussten, extrem schwierig waren. Und auch da haben wir geholfen, zum Beispiel mit 5 Millionen Euro, weil wir uns an dem Ausfallfonds für Film- und High-End-Serien für die Produktionen beteiligt haben, weil es dort überhaupt keinen Sicherheitsmechanismus gab, weil es keine Möglichkeit gab, der die irgendwie aufgefangen hätte. Und so konnten die Filmproduktion auch während der Corona-Pandemie weiterlaufen. Es waren eigentlich gar nicht mal so viel weniger Drehtage zu verzeichnen, wie es vor Corona war. Und das hat natürlich zum einen den Grund darin, dass die Produktionen sich darauf eingestellt haben und zum anderen, dass wir dafür gesorgt haben, dass auch, wenn Ausfälle da sind, die dann auch letztendlich abgesichert werden. Ich wünsche mir jedenfalls, dass es jetzt hier auch gut abläuft, dass viele Filme gesehen werden, dass die Menschen an heißen Sommertagen ins schön gekühlte Kino gehen und die große Leinwand genießen und einfach das, was jetzt vielleicht auf der Streaming-Plattform gesehen wird, im Kino gefühlt wird, es fühlt sich hier anders an. Man merkt sogar die Vibration der Töne. Es ist was ganz Großartiges und ich freue mich auf viele tolle Kinomomente und hoffe, dass viele Menschen sie mit mir teilen, denn Kino ist nicht nur eine wichtige Erlebnisstätte für uns. Es ist ein wichtiges Kulturgut in Bayern, das wir wirklich versucht haben zu unterstützen in den letzten Monaten. Und ich bin froh, dass es jetzt einen Neustart gibt und ich hoffe, Sie freuen sich alle mit mir. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Ministerin. Dann werden wir zu Ihren Fragen kommen, die Sie denn welche haben. Ja, richtig, oder? Es gibt immer eine Sache, geimpft, getestet, genesen. Wird das ausgerechnet, wenn ich an der Kasse bin? Nee, noch nicht. Nee. Das noch nicht. Aber mit den 10 Personen zum Beispiel, die können zusammen rein, die melden sich an und dann gilt auch kein Angebot zu. Fragen? Ran? Fragen? Also wir haben dafür gesorgt, auch im Mikrofon.
Corona hat sie unterstützt. Das wird dann je nachdem, wie viele Besucher auch da sind, wie viele Ticketverkäufe da sind, bis zu einer Maximalsumme gerechnet. Und daran orientiert sich das, ob dann unser bayerisches Programm weiter greift. Es wird auf jeden Fall dafür gesorgt, dass eines der Förderprogramme da ist. Weil das haben wir auch schon in der Zeit gemacht im Winter, als die Kinos auch wieder öffnen durften eine Zeit lang, aber natürlich auch Hygienekonzepte einzuhalten hatten und der große Run nicht da war, dass wir gesagt haben, nicht nur, wenn sie zu sind, sondern auch, wenn sie offen sind und diese Anlauf-Starthilfe einfach brauchen und diesen Ausfall, dass der einfach ein bisschen abgemildert wird, haben wir auch weiter finanziert. Das heißt, also wir haben dafür gesorgt, wenn das Bundesprogramm nicht greift, greift unser Land nicht. Herr Russo, Süddeutsche Zeitung. Wenn Kino einfach nur Film angucken wäre, würde ich Ihnen recht geben. Ich stelle aber fest, dass, ich kann jetzt nur für mich oder mein Umfeld sprechen, ich kann es nicht in der Allgemeinheit sagen, aber ich habe die Hoffnung, dass es dort ähnlich ist. Wie wir gerade eben erlebt haben, erlebe ich einen Film anders im Kino. Ich kann es teilweise spüren, dadurch, dass der Ton, die Vibration einfach fühlbar ist an einem Ort. Ich sehe sie anders. Ich habe eine riesige Leinwand. Das bekommt keiner zu Hause hin. Oder ich sage mal, die allerwenigsten, so eine Leinwand und so ein Surround-System aufzubauen. Das heißt, ich habe schon mal erstens ein ganz anderes Filmerlebnis als zu Hause. Und das wissen, kennen und schätzen die Menschen auch. Und zum anderen ist es etwas, was ich gemeinsam mache. Ich glaube, ich habe mich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals allein ins Kino gesetzt habe. Keine Ahnung. Aber für mich ist es ein gemeinsames Erlebnis. Auch zum Beispiel mit meinen Kindern. Ich kann mit meinem Sohn einen Film zu Hause schauen. Aber es ist was anderes und es ist etwas Besonderes, wenn ich mit ihm ins Kino gehe. Das ist Erlebnis auch und es ist ein gemeinschaftliches Erlebnis. Auch eins, wenn man zusammensitzt und ich lache viel herzhafter im Kino mit anderen zusammen als alleine zu Hause vom Fernseher zum Beispiel. Die Emotion, die damit reinkommt, die habe ich zu Hause auf der Couch einfach nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen sehr zu schätzen wissen. Und ich glaube auch, dass das Bedürfnis nach wieder zusammen ein Erlebnis zu haben, sehr groß ist und Kino das erfüllt. Und es geht weit darüber hinaus, weil ja auch Veranstaltungen gemacht werden in Kinos, also dieses Event, diesen Eventcharakter, der Kino immer mehr zugeschrieben wird und auch immer mehr bekommt, der ist natürlich wichtig. Kino entwickelt sich da auch weiter. Und ich finde, unsere bayerischen Kinos, aber das war schon in den letzten Jahren so, haben sich immer mehr einfallen lassen, um den Film herum, um den puren, der da gezeigt wird, Diskussionsveranstaltungen zum Beispiel zu machen oder keine Ahnung, vorher einen netten Sektempfang für Ladies Night oder so. Also da gab es so viele verschiedene Möglichkeiten, die Kinos ausgeschöpft haben. Und das Event, da bin ich mir sicher, darauf wollen viele nicht verzichten. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Wolfgang Lampf nochmal. Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, vermutlich nicht. Mich würde jetzt mal rein als praktisches Beispiel interessieren, wie viele Plätze sind das hier? Wie viele Plätze könnten unter Corona-Bedingungen maximal besetzt werden? Und wie viele bräuchte das Kino besetzte Plätze, damit sich das auch rechnet? Ist jemand vom Kino da? Das müssten wir vielleicht im Nachgang dann mit Frau Kirschner klären. Aber das können wir vielleicht auch bilateral rausnehmen. Ich vermute, Frau Kirschner hat das längst durchgerechnet. Dann frage ich Sie etwas ganz anderes, Frau Gerlach. Auf welchen Film freuen Sie sich denn? Haben Sie sich schon einen vorgenommen? Ja, Kaiserschmarrn-Drama. Ich darf ihn aber tatsächlich morgen schon sehen. Also er kommt ja erst Anfang August in die Kinos. Morgen kommt Kaiserschmarrn-Drama und eröffnet ja das Filmfest. Und es ist nicht nur, weil er ein geförderter Film von uns ist, sondern weil einfach die Eberhofer Krimis Kult sind. Die sind so bayerisch und so lustig und ja, das ist auch ein Stück Lebensfreude, die da zurückkommt, die einfach Spaß macht und die muss man im Kino sehen, die muss man auf der großen Leinwand sehen. Es kommt aber zum Beispiel auch der Film, der, und da bin ich sehr gespannt drauf, Weißbier im Blut, so ein bisschen in den schwarzen Humor vielleicht herein. Bin ich auch sehr gespannt darauf, den will ich mir auf jeden Fall auch die nächsten Wochen anschauen. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, sage ich Dankeschön und dann gäbe es noch die Möglichkeit für einzelne Interviews und Fotos. Ja, das war die Pressekonferenz von Judith Gerlach mit einer kleinen
Licht- und Musikshow vorneweg. Und wir wollen jetzt noch mal weiter auf die Situation des Films in Bayern und überhaupt schauen. Ihr habt das gerade schon gehört. Und dafür schalten wir jetzt zu meinem Kollegen aus der BR Kulturredaktion, zu Markus Eicher. Hallo Markus. Markus schaut uns gerade im Stream noch an, schaut aber noch nicht in die Kamera. Deshalb versuchen wir es nochmal, ihn anzusprechen. Markus, kannst du uns hören? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann würde ich jetzt kurz nochmal bei der Regie um ein Go bitten, ob wir dann einfach nochmal eins weiterschalten und es später nochmal mit Markus probieren. Okay, gut, dann schauen wir nämlich jetzt weiter und versuchen es nachher nochmal bei Markus. Wir schauen nämlich jetzt zu denen, die von den neuen Regeln mit am stärksten betroffen sind, nämlich die Kinobetreiber. Dafür geht es jetzt weiter nach München in ein weiteres Kino, nämlich in den Royal Filmpalast zu Robert Engelberg, dem Geschäftsführer des Kinos. Hallo, grüß Sie. Hallo. Herr Engelbert, was bedeuten denn jetzt diese Neuerungen, die auch ab morgen wieder in Kraft treten für Sie als Kinobetreiber? Ach, wir kommen mit der Situation gut zurecht. Wir haben genügend Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten. Insofern bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das bewältigen können. Wie haben Sie denn jetzt die letzten Monate der Corona-Pandemie als Kino erlebt? Ja, sehr langweilig. Also wir haben ja nichts zu tun gehabt im Großen und Ganzen. Wir haben das Haus komplett runtergefahren. Alles auf Null, außer ein bisschen Heizung, damit nicht die Leitungen einfrieren. Aber ansonsten gab es so nicht viel zu tun. Man konnte sich ja auch gar nicht leisten, große Investitionen zu tätigen. Haben Sie jetzt irgendwelche Investitionen getätigt, speziell für Corona, für die Schutzmaßnahmen? Ja, selbstverständlich für die Schutzmaßnahmen alles, was notwendig ist. Wir haben Tests da, wir haben Masken da, wir haben Plexiglasscheiben aufgestellt, wir haben Wegführungen gemacht, also sowohl fürs Personal als auch für die Kunden. Eine Frage jetzt auf der Pressekonferenz gerade an Judith Gerlach war, die konnte sie selber nicht beantworten, die geht wohl eben eher an die Betreiber. Einer der Kollegen dort hat gefragt, wie viele Plätze dürfen denn jetzt in einem Kino besetzt werden und wie viele müssten eigentlich besetzt werden, damit es sich für die Betreiber rechnet. Können Sie dir was dazu sagen? Ja, kann ich schon. Also man geht davon aus, ein Kinobetreiber, wenn er 20% Auslastung hat, dann kommt er gerade so über die Runden. So, man muss aber auch sagen, unter der Woche nachmittags gehen nur vereinzelt Leute ins Kino. Dafür mache ich dann abends das Geschäft. Da muss ich schauen, dass abends der Saal voll ist. Es macht auch einen Unterschied, ob ich Sommer oder Winter habe. Wie im Biergarten. Wenn es im Biergarten regnet, kommt keiner. Wenn es im Winter schlecht ist, dann gehen die Leute ins Kino. Im Sommer bei 35 Grad nicht. Also bei 20% kommt man gerade so rum. Ich kann aber abends maximal, je nachdem wie es ausschaut, 30% Auslastung hinkriegen. Also ich komme so mit diesen Sicherheitsmaßnahmen nicht auf mein Soll, was ich brauche. Das heißt, am Monatsende werde ich Geld mitbringen. Jetzt war ja auch in den letzten Monaten es auf dem Markt so, dass ganz viele Blockbuster ja auch einfach verschoben wurden wegen Corona. Wie sieht es denn da mittlerweile aus? Können Sie da wieder auf das volle Portfolio zugreifen und jetzt auch wieder viele Filme zeigen überhaupt? Ja, wir können schon viele Filme zeigen. Nur der Stau, der sich jetzt natürlich angesammelt hat, weil jeder Major, jeder Verleiher hat sein Filmrepertoire. Und der möchte jetzt natürlich schauen, dass er damit in die Kinos kommt. Aber wir haben ja nicht nur Matheser mit 14 Sälen, wir haben ja auch kleinere Häuser, wir haben Einzelhäuser. Also wir haben schon ein Filmangebot die nächsten Monate, das recht ordentlich ist. Aber viele werden natürlich sagen, ich kann das nicht spielen, ich kann das nicht spielen, ich kann das nicht spielen, weil zu viel da ist. Und als Zuschauer müsste man demnach eigentlich jetzt jede Woche zweimal ins Kino gehen, um all die Filme dann zu sehen, die man eigentlich sehen wollte. Ja, oder man wartet, bis sie im Streaming sind, aber das wäre natürlich fürs Kino das Schlechteste. Zum Abschluss für Sie noch die Frage, was muss denn jetzt für die Kinos, damit es nicht auch bei uns zum großen Kinosterben kommt, wie zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA, da haben wir wirklich hunderte Kinos schließen müssen. Was muss da aus Ihrer Sicht noch getan werden, dass das den deutschen Kinos nicht droht?
Also die Politik darf uns jetzt ja nicht hängen lassen, weil wie gesagt, wir machen zwar auf, aber in dem Augenblick, wo wir aufmachen, steigen natürlich auch die Unkosten wieder. Die werden wir mit unseren Einnahmen nicht abdecken können. Wenn die Politik sagt, wunderbar, Kino hat aufgemacht, die brauchen jetzt keine Unterstützung mehr, dann wird in diesem Jahr ganz bestimmt ein Kinosterben stattfinden. Dann schauen wir mal, wie sich das in diesem Jahr noch entwickelt. Robert Engelbert war das, der Geschäftsführer des Royal Filmpalast in München. Dankeschön, Herr Engelbert. Ich sag danke. Ja, und ich habe gerade aus der Regie gehört, leider kriegen wir die Schalte zu Markus Eicher, zu unserem BR-Kulturreporter, nicht mehr hin. Wir werden natürlich alle wichtigen Infos rund um die Kinoöffnung in Bayern euch wieder zusammenfassen auf br24.de und in unserer BR24-App. Sorry auch für die Tonprobleme während der Pressekonferenz vor Ort. Da haben wir das Signal nicht ganz klar empfangen. Wir melden uns heute am Nachmittag wieder um kurz nach 3. Da haben wir dann die Zukunft der Impfzentren hier als Thema im Stream. Und wir interviewen dazu auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek. In diesem Sinne, bis dahin und euch einen schönen Tag noch.